Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Heute stellen wir uns mal Sebastian und Anne, beziehungsweise wollen wir gucken, ob er es schafft, seiner Schwester zu helfen. Und was dabei jetzt rauskommt, das heißt, wir reisen jetzt mal direkt dahin, wo er uns treffen möchte. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo hier im Arsch der Welt auf jeden Fall. So, wahrscheinlich in Ashcroft oder wo die da wohnen. Ist hier hinten, ne? Ja, guck mal. Da reisen wir jetzt mal direkt hin. Feldcroft, Entschuldigung. Und schauen mal, was er genau von uns will. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Er will ja auf jeden Fall mit seiner Schwester reden. Und vielleicht hat er ja auch schon irgendwie dieses Relikt benutzt oder will es gerne benutzen. Um ihr damit zu helfen. Weil wir wissen ja alle, dass das böse ist. Deswegen bin mal gespannt. Sebastian, ja. Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Skriptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Okay. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auror mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Achso, ich dachte, es passiert noch irgendwas heute hier. Bis bald dann. Hm, anscheinend nicht. Auftrag abgeschlossen im Schatten der Hoffnung. Gut. Revelio. Was ist denn eine Truhe da hinten? Okay. Dann lass uns die nächste Quest in Angriff nehmen. Mein Gott, ich dachte, das würde sich jetzt ein bisschen hier ziehen, diese Quest, aber tut sich gar nichts. Okay. Frau und Vergeltung, Hausbesuch der Wilderer. Ich sollte Poppy sprechen herausfinden, warum sie jetzt verschwunden ist, nachdem wir das Drachen zurückgebracht haben. Und hier? Ich sollte nicht fragen, was ihr Rabe oder was wir haben, aus dem Versteck der Asche zu entkommen. Oder sollen wir Lodgott machen, also die Hauptquest weiter? Ich glaube, wir machen heute die Hauptquest weiter. Los geht's. Auf der Karte finden. Na klar, warum sollte er auch in der Nähe sein? Gut, wir müssen dahin. Gut, gut. Erstmal dahin. Was haben Sie jetzt vor? Ich fliege. Du musst hier leider so rumfliegen. Über Berg kann ich nicht, ne? Ne. Komisch, ne? Haben sie schon gemacht, damit man hier irgendwie irgendwelche Sachen da ausnutzt. Oh, da ist der Eingang zur Mine. Behaupte ich mal. Und Lodgok wird ja irgendwo da unten sein. Reinfliegen.
Ich könnte gerade im Stehen einschlafen. Hier könnte ich auf Renrocks Anhänger stoßen. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Hier war ein. Brauchen wir nicht draußen mit den Leuten kämpfen. Wir uns auch rein sneaken können, oder? Gesneakt ist besser als besiegt. Okay. Warte. Was für eine riesige Mine. Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhänger. Ich muss gut aufpassen. 1, 2, 3. Der steht leider so, dass er uns jetzt anguckt, der Affe. Kann ich ihn mal umdrehen? Was würde ich für eine schöne Tasse Pilztee geben? Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Infernicus Totalus. So. Nicht das Ganze hier eine Falle ist. Der Schachfiguren? Nee, nehme ich Getränke. Ah, gucken wir mal. Nutzen wir den nochmal. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Oh, oh, das kann gefährlich sein. Wenn ich weiß nicht, wohin ich hinlenken soll. Wie tief es wohl hinabgeht. Das da vorne muss das Ende sein. Ich würde, dass wir noch im Sneak-Modus sind. Ganz so schlecht. Revelio. So. Das Ding müssen wir wahrscheinlich anmachen. Confringo! Jetzt kriegen wir das Türchen zumindest auf. Wohin wohl diese Rohre führen? Oh, ein bisschen hier längs. Oh, oh, das sind ja wie viele hier. Da unten ist ein riesen Troll. Attentäter der Anhänger, Level 32, okay. Wie lange muss ich das denn noch machen? Infernicus Totalus. Oh. Keiner. Hier ist keiner. Ich bin ganz allein. Confringo. Kommt zumindest im Fahrstuhl hoch. Die Frage, ob wir dahin müssen oder dahin müssen, ne? Das ist jetzt bestimmt schwierig. Okay, es war ein schneller Kampf. Der Level 32, aber im Endeffekt egal, denn wir sind ja auch schon 30, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, lass uns hier hochgehen, bevor wir
da hinten links gehen. Ich weiß nicht, ob wir hier was machen können, aber... Wer weiß, ob hier noch irgendwas ist. Okay, machen wir gleich. Guck mal hier. Wir gehen nochmal da hoch. Wie finden wir das? Also unten mit dem Troll ist natürlich eine scheiß Sache. Das wird immer ein härterer Kampf. Und wir haben, wie man sieht, haben wir auch gar keine Getränke mitgenommen, nur so nebenbei. Vielleicht finde ich aber noch irgendwo welche. Gucken. Also ich könnte den Fahrstuhl benutzen oder hier links gehen oder bedeutet es einfach was anderes hier? Was ist das denn hier? Revelio. Was kann man mit diesem Ding hier machen? Ah, okay. Geh da auch mal runter. So. Ach so, es gibt verschiedene Wege, wo wir hier reingehen kommen. Ich hätte auch hier einfach gehen. Nein, ich kann hier direkt rausgehen. Okay. Ich dachte, ich könnte auch den anderen Weg gehen, aber ich kann auch direkt hier rausgehen, okay. Hm? Ah, okay, sind wir wieder hier. Na gut, wir haben ja den Fahrstuhl gerufen hier, das heißt, wir müssen den Fahrstuhl hier auf jeden Fall benutzen. Denn hier wird es weitergehen. Trifft einen Troll mit seinen Felsen. Oh Gott, hier sind echt viele. Besiege einen Gegner mit alter Magie. Das ist kein Problem. Das Grutbeck. Da unten sind Waldläufer, der Anhänger, und da hinten ist ein bisschen ärgerlich alles. Oh, da hat er mich getroffen. Oh nein, 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 nein. Okay, das wird ein harter Kampf. Das wird wirklich ein harter Kampf, aber wir versuchen es nochmal. Vielleicht kann ich doch ein bisschen rein sneaken mehr, ne? Achso, ich muss jetzt wirklich den ganzen Weg da wieder... Okay. Aber wir müssen mal gucken, also meistens findet man ja auch irgendwelche Getränke unterwegs, aber ich habe hier gar nichts gefunden. Wundert mich gerade so ein bisschen.
Ich glaube, jetzt finde ich hier bestimmt noch welche. Ich kann bestimmt suchen hier. Das ist ein wehrhafter Troll und er sieht echt böse aus, der Troll. Hat da eine fette Truhe da stehen. Wahrscheinlich bewacht da irgendwas Cooles drin. Ja. Guck mal, ist da was drin, was ich brauchen kann. Nur Schrott. In der Wischstabe. Ich glaube, ich noch den einen Typen da übrig, oder? Ein blöder Dings davon. Spring eine Zauberkarte. Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über die Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihn mal besuchen. Dann müssen wir ein volles Leben haben. Dann machen wir den Troll fertig hier. Drin ist. Wir müssen Lodgok finden. Wir müssen den Typen trotzdem killen, weil. Bombarda! Arresto Momento! Confringo!
Ohr. War knapp, aber geschafft haben wir es trotzdem. Gut, muss gucken, wo wir hin müssen jetzt, ne? Revelio. Da oben geht irgendwie längs, aber hier ist kein Weg, wenn man hier so kennt. Also, der Mr. Moon weiß auf jeden Fall, was für die Demigeister, das finde ich schlecht. Aber gibt es hier einen Weg, wo wir irgendwie da hinkommen? Ach, da kann man ziehen, da oben. Hast du nicht gesehen? Nee. Muss ich von oben machen dann, oder nicht? Das heißt, ich hätte gar nicht hier runter müssen? Oder was? Wahrscheinlich. Obwohl, wahrscheinlich müsste ich das Ding hätte ich anmachen wollen, ne? Na gut, gucken wir mal, ob wir Lockgog jetzt finden. Ach, hier. So, weiter geht's runter. Okay, hier sind auch wieder einige. Und da ja ein bisschen vorsichtiger rumschleichen. Ranrock ist hier. Ich hoffe, dass Lodgok ihm nicht über den Weg läuft. Tja, wohl besser, wenn man nichts ist. Das war die beste Mahlzeit seit langem, Mütter. Nicht leise genug. Bombarda! Arresto, Moment! Descendo! Du wirst mich nicht aufhalten! Confringo! Defendo! Das erklärt den Gestank! Protego! Confringo! Ich werde dich ruhen, bis du tot bist! Bombard! Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Power Trunk, gut. Revelio. Wohin führt er wohl? Oft genutzt wurde er offenbar nicht.
Wo geht's denn hin? Und da gibt's ja nur so ein paar Truhen. Na, ein paar Truhen ist gut. Ein, zwei Truhen. Und die mehr ist hier nicht, okay. Wahrscheinlich hier nichts. Die Geräte werden mit Dampf betrieben. Ah, jetzt können wir nutzen. Gucken, wo wir hinkommen. Oh, ich bin leider nicht unsichtbar, das ist natürlich dumm. Egal. Das hatten wir ja gerade eben aktiviert. Gut. So, ich hoffe, dass wir Lodgok mal finden jetzt hier. Turmspitze. Okay, das war alles. Anscheinend. Das war, weil ich das andere deaktiviert hatte, konnten wir hier noch hin. Ich muss damit wieder fahren? Das ist ja bescheuert. Bin ich den falschen Weg gelaufen gerade eben? Oder fährt er jetzt einfach weiter? Ne, ich glaube, das ist da. Wo müssen wir jetzt hin? Da? Ich hoffe, ich erreiche Randrock vor, Lodgok. Anscheinend muss ich wieder zurücklaufen. Oh. Das ist ein ganz anderer Weg hier, ne? Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerfallen. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Randrocks Anhänger aufhalten. Randrock ist da oben? Ne, ist ein anderer. Okay. Viele hier, ne? Hier bringe ich natürlich nichts gut. Komm, spring! Bombarda!
Oh, hat mich getroffen. Oh, ich bin ganz tot. Weißt du, wo? Bombarda! Arresto momento. Konflikt! Gefindung! Ah, hängt er fest. Wow. Warum müssen die Ketten so knapp im Leben sein? Ich denke immer so, ich habe zwei, drei Getränke. Müsste ja locker easy peasy sein. Aber echt, ich verballer hier so viel Leben zwischendurch, das ist doch nicht normal. Wo muss ich jetzt hin? Was er allen sonst dann brechen? Ich muss Deborah irgendwie stoppen. Ach so, okay. Bombarde! Muss ich gegen kämpfen? Das ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gok. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Nein. Na gut. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Oh. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Ah! Oh nein. Nein. Amada Kedavra. Oh, und einen fiesen Spruch abgelassen bei ihm. Ich komme da noch raus, okay. Ich wollte gerade einen unverzeihlichen Fluch auf ihn hauen. Habt ihr es gesehen? Der andere? Ah, mein Lord Gok. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Okay. Und jetzt? Nichts wie raus hier. Nichts wie raus aus Orange County. Ja. Na, Sünde. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen.
Er und die Hüter müssen erfahren, dass Ranrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Mein Schwert habe ich doch nie gesehen. Lodgok tut mir so ein bisschen leid. Ah, jetzt habe ich das Flugzeichen hier auch geholt. Was war das? Ich war das. Begib dich zur Kartenkammer. Das machen wir. Direkt zur Kartenkammer gehen wir jetzt. Karte noch kurz. Los. Wir müssen wissen, wie es weitergeht. Das würde mich interessieren. Los. Hui. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Los geht's. Professor, Sie haben eine Eule erhalten. Ranrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godric's Herz. Lodgok. Lodgok und Ranrock. Was denn? Waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Kann ich nicht sagen? Isidora hat es ihm gesagt. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Okay. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Okay. Triff dich im Denkarium-Kammer von Sambakar mit Professor Fig. Wo ist denn das? Gucken wir doch mal hin. Das geht jetzt mal überall gleich hin. Die weg an den Wegpunkt. Bis dahin? Was ist denn das? Küste von Crackroft. Können wir nochmal hineiern, ne? Ja, aber das werden wir beim nächsten Mal machen, nicht mehr heute. Trotzdem wünsche ich euch, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich da irgendwas Cooles noch gesammelt habe. Ausrüstungsgegenstände. Naja, wir können ja schon, wenn wir hier sind, noch mal kurz in den Raum der Wünsche gehen und gucken da mal nach.
was der uns denn so noch alles gegeben hat. So. Wenn wir schon hier sind, gucken wir gleich mal auf die Aufrüstungsgegenstände an. Da, schön. Okay, ist nichts bei, was cool ist, aber das hier ist. Ist aber 31, aber das ist ja Quatsch. Ist ja schlechter als das andere und trotzdem ist aber 31. Hier genauso. Da haben wir 76, da haben wir 87. Oh, hier ist schon besser. Die Offensive geht allerdings runter, aber es liegt ja daran, weil wir die nicht aufgepusht haben. Lass uns die mal ausrüsten. Ist zwar weniger, aber wir können die bestimmt gleich ein bisschen höher machen. So, was war noch hier? Okay, nehmen wir auch nicht. Nichts Gutes bei. Gut. Aber dann können wir die auf jeden Fall höher machen gleich. Und zwar beim Leben. Gut. Verbesserung anzeigen. Da können wir auf jeden Fall. Ja. Na, da brauchen wir noch Federn von diesem anderen Viech da, damit wir es besser machen können. Mal gucken, wo wir die finden irgendwann. Ich weiß es gar nicht. Aber genau, das soll es mal gewesen sein für heute. Ich danke euch herzlichst mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, tschö mit Öl, ne?